Dazu Luxusfrühstück unter den Kronleuchtern mit eigenen Mapai-Fahnen auf dem Frühstückstisch. Der Glocknerkönig und Führende in der Gesamtbergwertung, Frank van den Broeke, der Vorjahrssieger. Das Feld gibt Tino Feuss, Nico Mattan und hier van den Broeke, dahinter Matthias Buxhofer. Hier groß im Bild Frank van den Broeke, der Vorjahressieger. Heute möchte er das, was er voriges Jahr nicht geschafft hat, weil es nämlich nicht gefahren worden ist, machen, nämlich Glocknerkönig werden. Van den Broeke hier in einer Gruppe. Das Fuschertörl ist in Sicht und es könnte einen neuen Aufstiegsrekord geben. 1000 Meter Marke ist erreicht und hier tritt dann Frank van den Broeke an. Er fährt mit maximal 180 Puls den Glockner hinauf. Er selbst sagt, er könnte 10 Kilometer lang 220 fahren. Und hier der Antritt. Unglaublich, wie er seine Gefährten an der Spitze stehen lässt. Den Aufstiegsrekord hält im Übrigen noch immer Libor Mateka aus Tschechien seit dem Jahr 1985. Aber heute gibt es einen neuen Aufstiegsrekord. Hier kommt noch Oskar Kamenzind an van den Broeke heran. Aber van den Broeke gewinnt. Jawohl, er gewinnt. Aufstiegsrekord um mehr als 4 Minuten verbessert. Zweiter wird Oskar Kamenzind, dritter Gerd Audem aus Deutschland. Morscher, den wir hier soeben gesehen haben, mit auch dabei Hannes Hempel, der heute vor allen Dingen beim Aufstieg sehr viel gearbeitet hat. Es geht zur Fuscherlacke und dann zur Bergwertung der Kategorie 2 aufs Hochtor. Dritter wird Frank van den Broeke. Ja, und was man im Mappe-Team befürchtet hat, ist wirklich nicht eingetroffen. Viermann-Spitze dann in Lienz. Und zwar Daniele Nardello im gelben Trikot, Frank van den Broeke, Walter Bontscher und Oskar Kamenzind. Und zwei Mann von der Mappe-Mannschaft machen den Sieg untereinander aus. Heute gewinnt Oskar Kamenzind vor Frank van den Broeke. Die morgige 6. Etappe führt über 132 Kilometer von Lienz nach St. Johann im Pongau.